Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und wir haben ein Update um die Ohren bekommen. Da wird euch der Zukunftsthorsten im Video morgen auch nochmal was zu sagen. Aber nicht viel, weil das andere machen wir jetzt. Morgen früh gibt es nochmal eine Fortsetzung von der Fahrt von vor einer Stunde. So, genau. Wir sind in der Version 1.50.2.3 und der E-Reno ist am Start. Allerdings im Moment wird gesagt, nur in den schnellen Aufträgen. Und da wollen wir mal gucken, ob wir ihn finden. Warte mal, können wir nach Fahrzeug? Warte, wir können nicht nach Fahrzeug sortieren. Okay, egal. Dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn finden. Weil hier soll er drin sein. Das ist zwar ein Renault, aber nicht der. Ich weiß auch nicht, ob sie den eventuell blau gemacht haben. Mercedes-Benz New Actros, okay. Den könnten wir uns vielleicht auch nochmal organisieren. Suchen wir mal, ob wir ihn finden. Er ist noch nicht als kaufbares Fahrzeug drin, wurde gesagt. Update wurde gemacht. Hä? Das ist ein DAF. Das ist wieder ein anderer Renault. Glaubt ihr denn? Jetzt können wir erstmal suchen, ob der hier irgendwo auftaucht. Also bis jetzt sehe ich alles andere, nur kein Renault. Mercedes, das könnte er sein, oder? Renault, Typ, ne, 390 PS. T-Sleeper, ne, ne, das ist er nicht. Ich würde den dann nämlich gerne mal mit euch fahren und deswegen sollte es eigentlich heute ein zweites Video geben. Das ist er auch nicht. High Sleeper, das ist er auch nicht. Der wird ja keine Gänge haben, ne? Gehe ich mal von aus. Oder hat er doch welche, oder? Spannende Geschichte. Premium High Roof. Ich mache mal einen kurzen Cut. Ich melde mich, wenn ich diese Gurke gefunden habe. Der muss ja irgendwo sein. Aber wenn wir die jetzt hier gemeinsam durchgehen, das dauert auch alles etwas lange und wir wollen ja noch eine kleine Fahrt haben. Und deswegen in diesem Sinne, kurzer Cut für euch und ich schaue mal, wo der Bursche ist. Und wir wollen ja noch eine... So! Da sind wir wieder nach einem kurzen Cut und ich habe ihn gefunden. Zum Beispiel von Mailand nach Verona. Längere Strecken als hier 29 Kilometer gibt es nicht. Die wählen wir gleich aus. Ich habe noch ein bisschen Text gefunden. Den gucken wir uns erstmal an, würde ich mal sagen. Und zwar heißt es eben, tolle Neuigkeiten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Renault E-Tech T, das erste Elektrofahrzeug für den Eurotruck Simulator 2, nun verfügbar ist und jetzt nicht besitzbar, aber im Abschnitt Quick Jobs des Spiels gefahren werden kann. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Renault Trucks ermöglicht es uns, dieser unglaublichen Community diesen hochmodernen, vollelektrischen LKW anbieten zu können. So, das nächste lasse ich mal... Achso, im April haben wir in diesem Blog angekündigt, dass der E-Tech T das erste Elektrofahrzeug im Eurotruck Simulator sein würde. Diese Ankündigung folgte die freundliche Einladung von Renault Trucks an der großen Enthüllungsveranstaltung des Renault Trucks E-Tech T, liebevoll Good Truck genannt, mit den innovativen Lumilor-Lackierung in ihrem Hauptsitz in Lyon teilzunehmen. Nach der Enthüllung geht Renault Trucks derzeit mit diesem Truck auf eine Roadshow durch Europa. Es war uns eine große Freude, dieses Event mit unserem Best Community Ever über einen Livestream direkt vom Veranstaltungsort zu teilen. In diesem Livestream haben wir auch den Renault Trucks E-Tech zum allerersten Mal im Euro Truck Simulator 2 präsentiert und Sie können sich
die Aufzeichnung unten ansehen. Das brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir uns das elektrische Wunderwerk nun einmal genauer an. Der Renault Truck E-Tech, verfügt über eine normale Renault T-Kabine mit einem völlig neuen Interieur und einem 4x2 Fahrgestell. Der Antriebsstrang besteht aus drei Elektromotoren, die neben den E-Getrieben in der Mitte des Fahrgestells montiert sind und zusammen 490 kW Leistung liefern. Das Fahrzeug ist mit einem neuen volldigitalen Bordcomputer und zwei Bildschirmen ausgestattet. Zusätzlich ist in die A-Säulen ein toter Winkelassistent integriert. Für die Rechtslenkeroption gibt es auch eine andere Innenraumaufteilung. Der E-Tech T nutzt außerdem regeneratives Bremsen, wodurch er mithilfe der Motorbremse oder der Betriebsbremse bis zu 80% der in der Beschleunigung investierten Energie teilweise wieder aufladen kann. Wie bereits erwähnt, stellt die Umstellung auf Elektrofahrzeuge in unserer virtuellen Welt, genau wie in der realen Welt, einzigartige Herausforderungen dar. Obwohl unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, den E-Tech T in ETS 2 zu bringen, ist unsere Infrastruktur im Spiel noch nicht vollständig bereit. Das habe ich auch schon gesagt für die reale Welt. Es ist ja dasselbe. Genau, Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Tankstellen, die ursprünglich für Fahrzeuge mit herkömmlichem Kraftstoff konzipiert wurden, können nicht ohne größere Änderungen zu Elektroladestationen werden. Derzeit beginnen wir mit einer experimentellen Phase unserer ersten Schritte in Richtung Elektrifizierung im Spiel. Aus diesem Grund wird der E-Tech T zusammen mit einigen anderen für die Zukunft geplanten Elektro-LKW in einem speziellen Modus eingeführt und ist nur über den Abschnitt schnelle Jobs zugänglich. Wobei die Lieferlänge für den E-Tech T auf 300 Kilometer begrenzt ist. Ich habe hier nur 29,2 Kilometer. Machen wir nicht. Wir fahren gleich erstmal die 30 Kilometer heute. Das reicht. Falls Ihnen unterwegs der Strom ausgeht, haben wir einen Notfallladeservice in Spiel F7 drücken implementiert, der Ihnen gegen eine Gebühr helfen kann. Unser vorsichtiger Ansatz gewährleistet ein reibungsloses Erlebnis, während wir Elektrofahrzeuge schrittweise in unsere virtuelle Welt integrieren. Dieses Update setzt die Ingame-Wirtschaft nicht zurück, daher kann es einige Zeit dauern, bis ein entsprechender Leih-LKW mit neuem E-Tech-T-Zeichen versehen blauer Blitz in ihrem Spiel erscheinen wird. Ja, das hat ja ein bisschen gedauert. Ich habe ja ein paar Mal durchgeklickt, aber wir haben einen gefunden. Bitte haben Sie Geduld und lassen Sie etwas Zeit im Spiel verstreichen, wenn Sie nicht sofort einen schnellen Job mit diesem neuen Truck sehen. Die Einführung des E-Tech T ist ein großer Meilenstein, der den Beginn unserer Reise zur Elektrifizierung im Spiel markiert. Ein historischer Moment für unsere Community. Wir sind mehr als stolz, dass Renault Trucks uns das Vertrauen geschenkt hat, den schönen und technologisch fortschrittlichen E-Tech T als erstes Elektrofahrzeug in unser Spiel zu bringen. Wir warten gespannt auf das Feedback unserer Community zu seiner Laufruhe, Beschleunigung, seinem Verhalten und seiner... Laufruhe, genau. Und hoffen, dass Sie beim Fahren im Eurotruck Simulator 2 viel Spaß haben werden. Vergessen Sie nicht, dass wir ein weiteres Community-Design, eine Partnerschaft und so weiter. Genau, das ist ja das mit der Lackierung. Aber, genau, wir nehmen den. Jetzt bin ich gespannt, läuft der automatisch oder läuft der auf Schaltung? Wir haben ja hier Schaltung, pass auf. Nee, der geht ganz normal auf Schaltung. Okay, cool. So. Ist er jetzt schon an, oder was? Okay. Okay. Wenn es ein bisschen... Also ich höre jetzt so ein bisschen Brummen. Ich weiß nicht, wo das genau herkommt. Aber... Muss, glaube ich, bei dem... Den Sitz ein bisschen einstellen. Das könnte, glaube ich, ganz cool werden, oder? Boah, weiter nach hinten geht der gar nicht. Okay. Dann machen wir das mal so. Ah ja, genau, was wir noch gucken können. Natürlich. Fern
Hör doch mal auf, hier mit der Kamera zu spielen, Mann. Fernlicht, Frontmontierung, Dachmontierung, das machen wir wieder auf richtig hell. So, ich weiß nicht, was ihr hört. Also ich höre gar nichts. Was ich schön gefunden hätte, wenn man diese geile Lackierung, die der hat, hier so ein bisschen angedeutet hätte. Ich meine, es muss ja nicht leuchten, aber... Alter, ist der leise. Überhaupt raus. Jetzt hört man ihn. Der fährt sich gut. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Jetzt hört man Abrollgeräusche. Schaltet ganz sanft tatsächlich. Muss die Sichtweise noch ein bisschen einstellen. Ach so, Entschuldigung. Wollte das weghaben, genau. Das Navi war Tast. Oh nee, warte mal. Wie war denn das jetzt mit dem. Nee, ich muss es doch lassen. Wie war denn das jetzt mit dem Navi, verdammt? Eins. Ah, okay. Ja, halt die Klappe. Das Sichtfeld finde ich noch ein bisschen blöde. Weil ich gucke gerne gerade raus und mir fehlt so ein bisschen was vom Spiegel. Also man hört Abrollgeräusche, ja. Der ist cool. Ja, aber Infrastruktur, das ist genau der Punkt, wie im realen Leben. Die Infrastruktur ist überhaupt nicht da. Und nicht, und wenn man sich jetzt überlegt, guck mal, die Autos, die an so einer Autobahntankstelle stehen und tanken, das sind ja manchmal 10, 20, 30 direkt hintereinander. So, jetzt stellt euch vor, es gäbe keinen Sprit mehr und die Dinger müssten alle elektrisch beladen werden. Dann hast du ein Problem. Wo willst du denn die ganzen Ladesäulen hinpacken? Da finde ich das System hier, ihr müsst mal reingucken, bei Alexi Bexi, der hatte einen, boah, wie heißt denn der Wagen? New? Irgendwie sowas. Da fährst du in so eine Halle rein. Das heißt, du meldest von unterwegs quasi, dass dein Akku gleich leer sein wird. Und dann fährst du in so eine Halle rein. Und dann wird innerhalb von 5 Minuten vollautomatisch der komplette Akku getauscht gegen einen vollen. Das sind natürlich dann so Innovationen, wo man sagen muss, okay, das geht dann ganz flott, aber das hat nicht mal Tesla.
eigentlich ganz schön, das Fahren. Also ich mag's. Es ist leise, ja. Also ein relativ sanftes Anfahren. Kann ja jetzt nicht sagen, dass ich den sonderlich schlecht finde oder sowas. Im Gegenteil. Ich hatte den falschen Gang geschaltet. Ich mag den. Gut, das Motorengeräusch, das ist ja erstmal ungewohnt, ne? Das Motorengeräusch fehlt, ne? Aber man hört die Autos draußen besser. Also ich sag mal so, wir werden den mit Sicherheit öfter mal fahren. Versuche auch mal einen längeren Auftrag damit rauszufinden. Ich glaube, ich muss bei meiner Lenkung den Totpunkt wieder rausnehmen. Der macht so ein kleines Problem. Also 90 kann er auch. Also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Na gut, hier im Spiel ist natürlich klar mit Laden und so, es geht ja wesentlich schneller. Oh. Im realen Leben kostet das natürlich Unmengen an Zeit, ne? Vor allen Dingen, jetzt überleg mal, bist mit so einem LKW unterwegs. Reichweite 500 Kilometer, 1000 musste fahren, meinetwegen. Dann kannst du von vornherein sagen: Okay, so und so viel Fahrzeit, dann so und so viele Stunden laden, bis der wieder voll ist. Puh. Also die Welt wird massiv entschleunigt dadurch. Nicht so wie früher, dann mal eben dann, keine Ahnung, 500 Liter Diesel in den Tank tanken. Das ist mit Elektro natürlich nicht der Punkt. Das funktioniert nicht. Es sei denn, man hat natürlich insgesamt diese Tauschstation, sagen wir mal so. Also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Das sollten nur 29 Kilometer sein. Das glaubt ihr wohl selber nicht. Obwohl, ich habe hier eben schon den Empfänger gesehen. Lass mal was gucken. Lass mal was gucken. Wartet mal. So, wir fahren hier mal hin. Wie sieht denn das aus, infrastrukturtechnisch? Also hier ist jetzt eine normale Tankstelle. Keine Ladesäulen. Hier auch nicht. Ja, hier hätten wir schon verkackt.
Ja, ich bin jetzt im 12. geblieben, da ist er etwas langsamer. Wir gucken uns auch gleich, wenn wir beim Empfänger sind, mal kurz den Innenraum an. Wir kriegen ja jetzt Sonnenaufgang, ne? Ja, schon mal nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich mag ihn. Ich finde ihn nicht schlecht. Gut, er ist leise. Er ist verdammt leise. Ist was anderes, ne? So. Ja, wir sind auch gleich schon da, ne? Liebe Leute, ich bedanke mich für euch. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abonnenten, über nette Kommentare, über Däumchen. Wer mag, kann den Kanal unterstützen. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Einfach mal auf Abonnieren klicken. Kostet euch persönlich nichts. Diese Fahrt haben wir dann gleich beendet. Es ist schon ein anderes Fahren, ne? Es ist richtig ruhig, ne? Muss mal gerade gucken, wenn ich den jetzt im 12. lasse, kann ich in dem anfahren? Nee. Er gibt doch komische Geräusche von sich. Also ich habe jetzt hier ein leichtes Brummen auf dem Kopfhörer. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Bin ich denn? Ich muss hier gleich rechts, war? Ja. Was? Akku leer oder was? Das wär's, ne? Richtig schön leer geheizt. Hier rein. Bin ich vollgeladen. So, wir gucken uns das Ding mal einmal innen an. Hang raus. Genau. So sieht das ganze Teil hier aus. Oh, eigentlich ganz gemütlich, ne? E-Tech, sehr schön. Gefällt mir. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst uns das Ganze abgeben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin, tschüss. Bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut.